Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer und Burgbewohner. Zurück in Strategic Command World War I in dieser Runde am 16. Dezember 1916. Uns bleibt jetzt hier noch unsere Züge zu machen an der nördlichen Flanke der Ostfront, während hier die Russen Probleme kriegen mit einem sich unabhängig machenden Finnland und einer bolschewistischen Revolution, die wir aber nicht mit dem Senden von Lenin unterstützt haben. Mal gucken, wie sich das dynamisch noch entwickelt. So, diese Einheit wollte ich noch aufwerten. Die Punkte müssen raus. Und tja, hier oben machen wir auch erstmal, glaube ich, nichts. Ja. Weil uns hier eigentlich auch Artillerie etc. fehlt, hier wirklich durchzustoßen. Hier brauchen wir auf jeden Fall jetzt einen Deckungsschutz in alle Richtungen, wenn es geht. So. Okay. Und dann würde ich die Einheit vorrücken lassen neben Vilnius. Auch die soll sich dann bitte mal hier schützen. Die schicken wir auch noch einen nach vorne. Und sind dann hier geschützt. Okay. So. Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, die Marineinfanterie lassen wir hier raus. Ich glaube, wir nehmen hier noch die Jäger unter unsere Fittiche. Schicken die zurück und werden jetzt hier in eine Angriffsstellung gehen Richtung Minsk. So, werden uns hier aber gleich mal eingraben, weil es nötig ist. Ziehen unsere Artillerie hinterher, graben uns bitte auch hier ein. Und schützen mit der Abteilung hier die Flanke. Genau. Das sollte eigentlich dann ganz gut klappen. So. Dann gab es noch die Kavallerie hier. Die könnte man eigentlich hier genau zwischensetzen. Und auch die sollen sich aber mal erstmal verteidigend im Winter einrichten. So. Dann ziehen wir unsere Jäger einen hinterher. Dann haben wir hier keine Deckung mehr, aber dann, wir werden sowieso erst in der nächsten Runde angreifen. Wir brauchen noch Geschosse etc. Ist alles noch nicht vorbereitet. Lassen wir das erstmal so stehen. Zeppeline bringen wir auf volle Stärke zunächst einmal. Genau, den von Hindenburg-Befehlshaber, den wollten wir nach Königsberg bringen. Dann müssten wir eigentlich nächste Runde... Ne, haben wir immer noch dieselbe Versorgung. Geht doch nicht über 10, habe ich mich vertan. Schade. Das bringt jetzt nicht so riesig viel. Aber da können wir ihn ja hier hinsetzen. Das müsste aber mehr bringen, ne? Ja, genau. Dann kriegen wir hier noch einen Punkt mehr in diesem Bereich. Okay. Dann würde ich sagen, hier rücken wir auch schon mal einen vor. Ab in die Stellungen, bitte. So. Kann der noch hier rein? Nein, leider nicht, ne? Weil er nur noch zwei Aktionspunkte hat, kommt er nicht mehr hier oben hin. Was eigentlich schade ist, weil die Einheit will ich noch aufwerten. Genau, ich muss die Versorgung unterbrechen. Das werden wir auch probieren. Müssen aber auch irgendwo durchkommen, um die Versorgung zu unterbrechen. Verzeihung. Das wird gar nicht so leicht sein hier in diesem Bereich. Höchstens, wenn ich hier durchstoße und dann hier vielleicht in den Rücken der Einheiten komme. Aber das wird schon schwer. Das wird nicht leicht. So, Kavallerie haben wir nur hier stehen. Tja, die andere steht hier im Süden, ne? Was machen wir mit der Einheit? Die müsste auch noch in die Verteidigungsstellung gehen.
So, die ziehe ich nochmal nach hier. Dass die hier erstmal verteidigen. Euch ziehe ich dann nach hier. So. Und euch ziehe ich dann nach hier oben. So. Dann haben wir hier auch eine gute Stellung schon mal gebildet. Ja, und ich glaube, der von Mackensen kommt noch einen nach vorne, der in der nächsten Runde noch bessere Versorgung für unsere Fronteinheiten bereitstellen kann. Gut. Ich glaube, das wäre es hier an der Ostfront. Jetzt müssen wir gucken, dass wir unser Flugzeug-Mutterschiff noch in Sicherheit bringen. Hunter meint, ich müsste viel aggressiver vorgehen, aber bedenke mal, dass wir jetzt Winter haben. Wir kommen ja gar nicht so weit mit den Einheiten und wir stehen dann völlig blank da. Ich kann jetzt hier durchstoßen mit einer Abteilung und dem Befehlshaber ärgern, aber das hilft mir hier überhaupt nicht. Also, das ist, ja, wie soll man sagen, lieb gemeint. Dann rücken die hier rein und schneiden die Einheit hier ab zum Beispiel. Ne? Also es ist gar nicht so. Ich will da jetzt nicht zu schnell mich hier exponieren. Ganz einfach. So, tja, der Zerstörer kann aufs U-Boot gehen. Da klappt nichts. Na, vielleicht hier nochmal. Genau, dass wir das U-Boot schon mal richtig beschädigen. Dann nehmen wir den Panzerkreuzer auf den leichten Kreuzer Bugattier. 4! Aber er sitzt jetzt natürlich im Hafen, ne? Hätte ich doch lieber den Schlachtkreuzer genommen. Den hatte ich völlig übersehen. Mist. Ja, schade. Gut, dann wird es damit erstmal nix. Dann geht ihr erstmal weg. Und ihr zieht euch hier alle mal zurück. Okay. Dafür lege ich aber mal hier das frisch reparierte, die beiden frisch reparierten Schlachtschiffe schon mal hin. Falls der Gegner sich traut, dann kriegt er hier nämlich richtig Ärger. So, ihr repariert euch hier, ihr hier. Oh Gott, das kostet ewig viel, das Linienschiff. 83. Oh. Aber es muss sein. Und wisst ihr was? Das dritte Schlachtschiff nehmen wir auch noch hier hin. Geben noch den leichten Kreuzer mit. Und den leichten Kreuzer noch mit. Und das Linienschiff hier oben. So, jetzt haben wir hier die halbe Flotte aufgestellt. Das ist aber, glaube ich, gar nicht unsinnvoll. So, der bleibt hier im Hafen. Der kann rausfahren, aber bitte mit offenem Visier. Nicht auf Schleichfahrt. So, das U-Boot kommt jetzt in die Reparatur. Der braucht gleich Versorgung. Der fährt mal hier drüben hin, neben den Hafen. Und ja, das Schlachtschiff, das bringe ich jetzt hier drüben mal hin, weil ich brauche jetzt den Platz hier für unsere angeschlagenen U-Boote, dass die gleich repariert werden können. Okay. Wir könnten jetzt versuchen mit, na, insbesondere mit dem Schiff hier, schon mal in Richtung weitere Konvoirouten zu fahren. Das probieren wir jetzt auch mal. Okay, hier ist keiner auf der Fernblockade, gut zu wissen. Der hat nur noch 7 Versorgungen. Ja, dann versuchen wir mit ihm hier durchzustoßen. Jawohl, sehr schön, dann kann der gleich da hinten weitermachen.
Jetzt haben wir natürlich niemanden mehr hier oben an der Linie stehen, aber das ist dann eine Runde so. Kann ich jetzt auch nicht ändern. Okay. Ich glaube, wir haben es soweit dann erstmal alles erledigt, was wir wollten in dieser Runde. Hier haben wir schon... Ach, hier können wir noch das Geschütz verbessern. Das machen wir jetzt auch noch mal, bevor wir hier angreifen in der nächsten Runde. Wunderbar, dann sind die noch effektiver. So, alles Weitere. Na, hier könnten wir schon mal nach Süden abbiegen. Und hier rücken wir auf Neapel vor mit den Einheiten. Genau. Mhm. So, die könnte man auch angreifen lassen, wenn das günstig ist. 0-1, warum nicht? Hat leider nichts gebracht. Na gut, die haben 6 Geschosse, aber das reicht mir noch nicht, diese Runde. Okay, ja, hier im norditalienischen Raum sind wir jetzt erstmal auf Haltestellung. Da geht's nicht wirklich mehr voran. Mal sehen, da brauchen wir auf jeden Fall auch noch eine Idee fürs Frühjahr. So, hier oben ist Ypern angesagt, aber noch nicht in dieser Runde. Wie viele Punkte haben wir noch? 315, ja, es ist alles nicht mehr so riesig viel. Dich können wir nicht verstärken. Haben wir hier noch irgendwo upgradebare Einheiten? Ich glaube, die sind alle schon in Verwendung hier, ne? Nee. Das habe ich, glaube ich, alles fertig. Verstärkbar ist hier erstmal keiner mehr. So, das muss man jetzt schon noch durchgehen hier an den vielen Fronten. Doch, hier könnten wir noch verstärken. Sollten wir auf jeden Fall auch machen. Gut, dann hier hinten kann man überstärken, aber das brauchen wir, glaube ich, nicht, dass wir Überstärke geben. Hier geht leider nichts. Hier können wir noch 12 ausgeben, okay. Dann ist es das gewesen, glaube ich, im Wesentlichen. Ja, ich glaube, das war es erstmal. Wir können hier, wie gesagt, Überstärke verteilen. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, aber da wird es mir ein bisschen knapp mit den MPP, denn ich brauche gleich noch was für Forschung etc. So, neue Einheiten. Wir haben auch noch eine Einheit, nämlich die kaukasischen Gebirgsjäger bei den Osmanen können wir noch einsetzen. Die schicken wir auf jeden Fall hier in den Kaukasus gleich rein. Stellen wir hier erstmal auf. So, Diplomatie, hat sich was geändert? Glaube nicht. Ich meine, das wäre alles identisch. Dann Forschung bitte. Erstaunlich, wie leer die Blockaden sind. Ja, ich bin mir nicht sicher. Wir haben ja ein paar Schiffe versenkt von Franzosen und Briten da oben im Norden. Vielleicht sind die jetzt erstmal irgendwie in den Hafen, um sich zu reparieren. Wir hatten auch ein paar beschädigt oder so. Kann sein, dass die erstmal Rotation machen da oben, ne? Mal gucken, ob wir da noch was rausfinden. So, die Osmanen haben 318 Punkte. Liebe Leute, wenn die 318 Punkte haben, die könnten noch in Forschung investieren, aber ich bin der Meinung, die könnten nach wie vor noch eine weitere Artillerie ganz gut gebrauchen. Eine möglichst moderne natürlich. Ach, das können wir uns aber nicht leisten. Aber immerhin, wir könnten uns schon mal die Standardartillerie leisten. Das würde ich dann schon mal bauen, dass die hier am 21. April fertiggestellt wird. Okay, die Österreicher, da ist nicht mehr so viel zu holen. Und bei den Deutschen können wir zum Beispiel mal Marinebomber bauen. Wäre auch eine Idee, ne? Hatten die Deutschen jetzt eigentlich ihre Bomber? Stufe 1, ja. Können wir die nicht bauen? Schwere Bomber? Ach, Luftkriegsführung. Ach, wieder dasselbe wie bei den Panzern. Falsche Forschung.
Luftkriegsführung brauche ich dafür noch. Stufe 2. Okay. Na gut, dann geben wir 50 Punkte dafür mal aus, wenn wir das eh brauchen. Dann geben wir gleich 2 dafür aus. So, zack. Ja, schade. Dann geht das schon mal nicht mit den Deutschen. Marinebomber, ja. Könnte man machen. Den kriegt man sogar noch bezahlt. Tja, den könnte man höchstens dann einsetzen in Richtung Ostsee, wo die Russen noch was haben, ne? Wenn das denn dann überhaupt noch relevant ist. Ich lasse es mal sein. Ich glaube, das lohnt sich nicht. So, Forschung bei den Österreichern. Können wir da noch was machen? Die haben da überall Stufe 1 Spionage, Aufklärung. Tja, vielleicht sollten wir mit den Deutschen auch mal auf Mobilität gehen. Das ist, glaube ich, nicht verkehrt. Die haben ja noch viele Punkte. Und die Österreicher, die haben nur noch 55. Die können jetzt nicht mehr viel investieren. Nee, dann lasse ich die Österreicher. Oder sollen die noch was machen? Nee, ich glaube nicht. Ne, Flugabwehrwaffen. Logistik vielleicht noch. Kommt, gibt uns, lassen wir da noch mal 50 reingeben. Dann ist das okay. Bin wieder weg. Tschüss, arroganter Tasti. Tschüss, Chat. Hä, hab ich was verpasst? Was ist denn los? Bin verwirrt. Aber danke für die Bits. Naja, so. Jetzt müssen wir erstmal sehen, dass wir die Runde hier beenden. Ich glaube, wir haben jetzt wirklich alles gemacht, was möglich war. Tja, hier können wir noch vorrücken, wurde vorgeschlagen, ne? Da oben steht eine Kavallerie, das ist wirklich nicht viel. Wir probieren das mal einfach aus. Wir schicken unsere Truppen nach vorne. Und nächste Runde. Probieren wir mal anzugreifen. Da bin ich mal gespannt, ob das hinhaut. So, hier können wir uns aber schon mal eingraben. Das wäre mir schon wichtig. So, da nicht. Okay. Ja, ich würde mal in Ägypten einfallen. Wir probieren es mal. Sieht ja hier nicht so super verteidigt aus. Schauen wir mal. Die haben wir auch alle schon bewegt. Hier geht auch nicht mehr. Alles super verfahren hier in Arabien. Okay, gut. Dann heißt es wieder Runde beenden und gucken, was passiert in diesem Zug im Winter 1916, 1917. So, die französische Moral sinkt. Das ist schon mal gut aufgrund des Verlusts von Verdun. Das hat uns jetzt ja nicht überrascht. Und wieder einmal wird im Deutschen Reich gefeiert. Die Eroberung von Verdun, das ist gut. So, die Bolschewiki in Finnland gewinnen an Stärke und drohen die unter General Mannerheim, der wird in der Historie auch nochmal sehr relevant sein für Finnland, die unter General Mannerheim aufrechterhaltene Ordnung zu stürzen. Generalmajor von der Goltz schlägt daher vor, eine Expedition nach Finnland zu unternehmen, um Mannerheims Streitkräfte im Kampf gegen die Roten zu unterstützen. Aber die Entsendung würde uns 75 MPP kosten. Das ist jetzt sehr viel. Ja genau, Wolverine, das hast du nicht mitbekommen. Wir haben Verdun eingenommen. Wir haben unsere gesamte Doppelartillerie auf Verdun konzentriert und dann konnte sich der Feind dort nicht mehr halten. Sobald Mannerheim die sichere Kontrolle über Finnland hätte, könnten wir mit diesem Land in den Handel aufnehmen, sodass der wirtschaftliche Nutzen auf lange Sicht die Kosten für diese Expedition übertreffen könnte.
Von der Golds Ostsee-Division landete im April 1918, oh, das ist aber noch lange hin, historisch in Finnland, eroberte in kurzer Zeit Helsinki und merzte die revolutionären Kräfte aus. Anschließend verblieben die Deutschen bis Kriegsende in Finnland. Ohne deutsche Intervention hätten die Weißen wahrscheinlich Probleme gehabt, die finnischen Bolschewiki zu stürzen, sodass die Geschichte dieses Landes im 20. Jahrhundert radikal anders hätte verlaufen können. Ich würde auch sagen, das machen wir. Das sollte sich eigentlich lohnen für uns. Ihr sagt auch alle, machen auf jeden Fall. Ja, die Generäle von der Golds und Mannerheim besiegen die bolschewistischen Truppen in Finnland direkt. Sehr schön. Das gibt uns hier ordentlich was. Die Wehrpflicht führt wieder zu Arbeiterunruhen in Kleidzeit-Schiffswerften. Also die Briten hier mit Produktionsproblemen. Ja, die Entente greift natürlich hier die Konvois, den neuen Konvoi an. Und Rasputin wird in Russland ermordet. Skandal. Der Zarenfreund Rasputin, der eine ganz besondere Verbindung zu der Zarenfamilie hatte. Endlich, Granatenproduktionsstufe 2. Das wird uns an der Westfront vor allem helfen. Denn das war bisher immer Mangelware, genügend Granaten bereitzustellen. Gut. Und die Österreicher machen immerhin Fortschritte bei der Jagdflugzeugentwicklung auf 68%. Ja, das nehme ich gerne mit. Und Produktionstechnologie Stufe 1. Okay. Das ist gut für Österreich hier. Mehr MPP ist immer eine gute Sache. Und die Osmanen entwickeln die vierte Stufe von der Grabenkriegsführung. Also können jetzt ihre Gräben noch elaborierter aufbauen und sich damit besser verteidigen und eingraben. Super. So, MPPs, alles klar. Das sieht ganz gut aus für alle Beteiligten. Jetzt kommt es natürlich drauf an, was macht jetzt der Gegner in seiner Runde? Was steckt noch an Kampf in der Entente? Das ist die große Frage. Da bin ich mir selbst immer noch ein bisschen unsicher. Ach, die U-Boote habe ich da nicht weggezogen. Ja, hätte ich vielleicht machen sollen. Ja, das kostet jetzt einen Punkt. Schade. Aber sie können nicht mehr angreifen in dieser Runde. Ob das ein Vorteil ist, I don't know. Möglicherweise. Aber gut, dass wir unsere Flotte jetzt stärker Richtung Ostsee bewegen, denn da können wir sie jetzt gut gebrauchen, um die beiden Konvoirouten freizuhalten. Wäre das, glaube ich, schon sehr wichtig, die da einzusetzen gegen die russische Zarenflotte oder die Überreste davon, ne? So, jetzt hat es ja auch angefangen zu schneien. Ende Dezember 1916. Der Gegner schickt nochmal ein Korps, um hier die Lücken zu schließen, macht aber dafür im Norden eine neue Lücke auf. Und er überlegt. Und hier zwischen Minsk und Vilnius ist auch eine riesen Lücke, wo wir durchstoßen können. Mit Kavallerie, das ist richtig gut. Seeminen. Irgendwer ist auf eine Seemine gefahren. Das muss eigentlich in der Nordsee sein. Wird mir aber leider nicht angezeigt. Nochmal Seeminen. Okay. Kommen jetzt die Briten mit ihren Schiffen? Ich kann jetzt leider nicht gucken gehen. Mysteriös. Aber immerhin, dass zwei Minen getroffen haben, ist richtig gut. Das hat sie jetzt ordentlich geschwächt. So, Zeppelinangriffe. Die interessieren uns weniger. Artillerie schon wieder. Mein Gott, können die schnell die Granaten nachladen. Boah, unglaublich, ey. Aber sie können jetzt nur noch von einer Seite aus effektiv angreifen mit einer geschwächten Einheit, das ist eigentlich. Ja, elaborierte Gräben. Es kommt auch auf den Schönheitsfaktor an, genau. So, sie greifen völlig umsonst an. Das war verzweifelt. Und Verdun wird angegriffen von den Franzosen. Aber sie kommen überhaupt nicht voran. Nee. Auch die nachgerückte Truppe kann überhaupt nichts gegen Verdun ausrichten. Sehr schön. So, erfolglose Angriffe überall. Oh, wir verteidigen sogar mit der frisch modernisierten Einheit. Aber ihr seht schon, im Winter passiert da einfach nichts. Das sind völlig verfahrene Angriffe dort. Auch die Briten erfolglos gegen die Kavallerie von uns in Mailand. Oh, die Belgier trauen sich mit der Abteilung. Kommen aus Aosta anmarschiert.
Na, die Briten kriegen immerhin einen Schadenspunkt, aber das hilft denen nicht. Nee. Sie kommen nicht durch. Nee. Keine Chance. Die Italiener schwächen sich selbst. Ja, auch die Russen hier, die versuchen anzugreifen, aber sie schaffen es nicht. So, dann müssen wir gleich eine Einheit schon wieder tauschen dort, aber das ist nicht schlimm. So, die NSEC-Truppe Nummer 3 greift jetzt hier an, auf Lille. Unvorbereitet wohlgemerkt, das ist natürlich echt ein Selbstmord. Ja, da war die Einheit nicht eingegraben in Bologna, also unsere Einheit. Müssen wir gleich tauschen. War nicht so klug. Oh Gott. 1-1. Okay. 1-3. Ja. Also der Gegner greift jetzt mutig an. Kann auch hier ein bisschen Schaden machen. Aber das war's dann auch. Pure Verzweiflung. Ja, ich habe auch das Gefühl. So, ich gehe gleich auf eure Kommentare nochmal ein. So, wir gucken erstmal. Hier werden natürlich noch Befehlshaber hin und her geschoben. Da war noch ein Schlachtschiff der Italiener, habe ich gerade gesehen. Und sie haben jetzt auch einen Korps unten im Süden Italiens aufgestellt. Also da ist unser Vormarsch zunächst mal gestoppt worden. Ja, es geht doch noch ein bisschen weiter hier. Also wir werden jetzt nicht hier die Komplettkapitulation aller Fraktionen erleben. Sie kämpfen, aber sie können wohl nicht mehr viel ausrichten, wie es aussieht. Aber ich bin mir ziemlich sicher. Oh, der Amtsantritt Kaiser Karls stärkt nationalistische Bestrebungen. Noch mehr Moral für Österreich. Wie viel können die denn kriegen? 200? Das ist ja völlig abgefahren hier. Die Dänen protestieren gegen die Verletzung ihrer Neutralität. Waren wir das? Nee, ne? Oder? Weil unsere Schiffe in der Nähe stehen? Vielleicht. Mal gucken. So. Aha, Portugal 20% zur Entente. Dann wird Portugal jetzt fast direkt eintreten, ne? Das ist nicht gut. Der Außenminister hatte ausnahmsweise mal Erfolg bei Großbritannien. Das haben wir bisher nicht häufig gelesen. Tja, Blockaden. Aber keine Fernblockade mehr. Die haben wir offenbar gelöst. Der deutsche Handelsstörer Möwe greift Handelsschiffe des britischen Empire an. Wunderbar. Wunderbar. Tja. Russland am Abgrund, sagt Wolverine. Ja, ganz sicher bin ich mir da noch nicht drüber, ob die wirklich am Abgrund sind, aber sie sind schon sehr, 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 sehr nah dran. So. Aha, da ist noch eine Abteilung in Basra und zwar eine ziemlich moderne sogar. Okay. Österreich-Ungarn kann ein Korps aufstellen. Gut. Liebe Leute, wir sollten aufpassen. Die Dänen protestieren. Ja, ich weiß gar nicht, sind die Dänen 4% Richtung Achsenmächte? Ich weiß nicht, ob die Briten da irgendwas gemacht haben. Ach ja, Moment mal. Die Minen hier wurden ausgelöst. Also irgendwo sind hier Schiffe auf Minen gefahren. Aber ob die jetzt noch hier stehen? Ich fahre mal vorsichtig hier ran. Keiner mehr da. Dann würde ich sagen, wir platzieren die Minen erneut. Okay, also irgendwen haben wir hier geärgert. Aber was das genau war, das weiß niemand. Ja, Nordseeblockade, fragt sich nur wo. Ich glaube hier auch nicht. Wir gehen mal mit dem U-Boot hier an den Konvoi gegen die Russen. Tja, hier können wir jetzt ja voll durchmarschieren mit den Einheiten. Theoretisch sogar gegen die USA, aber das will ich eigentlich nach wie vor vermeiden. Ja, gehen wir hier auf diese beiden Konvois. Und mit denen gehe ich jetzt schon mal hier hin. Da können wir hier sogar noch in den Süden abbiegen. Perfekt, mit unseren 3-4 U-Booten gleich. So, die müssen auf jeden Fall verstärkt werden hier mit dem U-Boot. Und die auch, dass die wieder einsatzbereit sind.
Den Zerstörer, den setze ich jetzt auch mal lieber hier Richtung Ostsee ein. Das Schlachtschiff, das holen wir mit 9 Stärkepunkten jetzt mal hier raus. Das U-Boot muss auch repariert werden. Himmel, hilf. Was für Schäden. Und ich glaube, dieses U-Boot, das schicken wir auch mal hier zum Auskundschaften. Hierhin, dass wir wissen, dass da schon mal nichts ist. In Ordnung. Okay, so. Dann haben wir hier noch ein repariertes Linienschiff. Kann auch schon mal hier hin. Der Zerstörer geht in den Hafen und den Zerstörer können wir nicht mehr bewegen. Na gut. Okay. Ja, liebe Leute, würde ich sagen, bevor wir jetzt mit den Landstreitkräften weitermachen, geht's jetzt hier erstmal in die Folgenpause. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.